Schon hallo, schön dich wiederzusehen. Für alle, die neu sind hier auf diesem Kanal, mein Name ist Tiffek. Auf diesem YouTube-Kanal geht es unter anderem um Bullet Journal Setups, meinem Leben in Italien in Form von Vlogs und einem minimalistischen Leben. Im heutigen Video geht es um das Bullet Journal Setup für den kommenden Monat Mai. Für dieses Setup nahm ich mir ein Beispiel aus einem alten Setup von mir aus dem Jahr 2021, dem Monat September. Leider ist mir beim Abgucken ein Fehler unterlaufen und schrieb den falschen Monatsnamen. Da klebte ich die beiden vorangehenden Seiten zusammen, denn eine Seite rausschneiden oder reißen wollte ich nicht. Da der Frühling im vollen Gange ist, entschied ich mich für eine farbenfrohe Variante, die sich durch den ganzen Monat zieht. Das Deckblatt auf der linken Seite ist richtig schön bunt mit dem Namen Mai im Fokus. Um es etwas aufzulockern, zeichnete ich mit einem schwarzen Feinliner ein paar Pflanzen rein. Die Monatsübersicht auf der rechten Seite enthält logischerweise alle Tage des Monats. Die unteren Spalten nutze ich, um für die jeweiligen Tage das Thema aufzuschreiben. Was meine ich damit? Zum Beispiel steht der Montag im Zeichen der Content Creation. Am Mittwoch ist Vlog-Schneidetag mit einer nachmittaglichen Zeichensession. Der Freitag steht für Streaming und meinem richtigen Arbeitstag in meinem Job als Babysitterin. Die Monatsübersicht bleibt nicht so langweilig. Wir peppen das Ganze etwas auf mit den Farben des Monats, gelb, orange und grün. Diese Ausführung zieht sich dann auch durch die Gestaltung der Wochenübersicht.
da wir gerade über die Wochenübersichten sprechen. Auf der linken Seite ist die Arbeitswoche zu finden, also Montag bis Freitag. Diese Spalten haben eine größere Box für die Notizen jeglicher Art, die den dementsprechenden Tag betreffen. Die kleinere Box befülle ich dann mit den drei wichtigsten Aufgaben, die an diesem Tag geschafft werden müssen. Auf der rechten Seite kommt das Wochenende und zwei größere Boxen für Notizen, die die gesamte Woche betreffen, mein Wachstum auf meinen jeweiligen Social Media Kanälen und wie immer die Ausgaben der jeweiligen Woche. Natürlich dürfen die Ziele für den Mai nicht fehlen. Auf der linken Seite schreibe ich am Anfang des Monats auf, was ich alles in diesem Monat erreichen möchte. Auf der rechten Seite kommt das Ende des Monats meine Zusammenfassung rein, ob ich auch alles geschafft habe, was ich mir für diesen Zeitraum vornahm. Gehen wir zurück zur Wochenübersicht. Wie ihr gesehen habt, bereite ich im ersten Block erst einmal das Grundgerüst vor, also die Rahmen der jeweiligen Woche. Im jetzigen Block geht es um die wichtigen Feinheiten wie die jeweiligen Daten und die Kennzeichnung der großen Blöcke auf der rechten Seite. Außerdem greife ich das Farbschema von der Monatsübersicht wieder auf. Es soll ja richtig farbenfroh sein, ohne überladen zu wirken. Simpel, aber schön. Ist es soweit, das Finale durchblättern? Wie gefällt euch das Setup? Schreibt es in die Kommentare. Lasst außerdem einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, um ja kein weiteres Setup mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao.